Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mirror's Edge. Wir befinden uns mal wieder in einem Fahrstuhl und kommen irgendwann auch mit dem hoffentlich ans Ziel an. Verdammt, die Sicherheitstüren zum Dach sind zu. Zerstören Sie die Server. Der Strom wird lange genug weg sein, damit Sie die Tür öffnen können. Okay, dann machen wir das mal. Ich schätze, da werden uns... Die Überwachung der gesamten Stadt liegt vor Ihnen, Faith. Da sind ja richtig viele Leute hier. Als hätten sie Kate aufs Dach gebracht. Ein Helikopter ist im Anflug. Sie müssen sich beeilen. Was zum... Oh, natürlich. Ja. Miller. Oh, Rauchgranaten. Das finde ich aber echt nett. Und vielen Dank für Ihre Waffe. Ja, vielen Dank. Sag ich doch. Und jetzt erstmal in Deckung. Das hat doch schon mal ganz gut funktioniert. Ah, was willst du da oben? Ich glaube, da ist so ein Server kaputt. Die sind aber ganz schön rabiat hier, wenn die schon alles einfach hier zerstören. Ach, Mensch! Oh, verdammt. Huch. Zwischen meiner Waffe irgendwie noch weggeworfen. Oha, die ganze Stadt wird überwacht, aber das wissen wir ja schon seit dem Intro. Ah, da oben ist noch einer. Ob ich den so kriege? Ich hoffe mal. So, Waffe genommen und... In das! Uiuiuiui. Immer lieber die hier. Ich glaube, die ist handlicher. Da muss ich auch hin. Ich schätze, hier ist der Stromschalter, den ich betätigen muss. Los, mach auf! Jetzt muss ich auf einmal da unten hin. Aber wohin? Tada! Ich denke, keine Gegner sind mehr da. Nutze die Dächer, um wieder zurück in die Schärpe zu kommen. Zerstöre den Server im Serverraum. Um Ach so. Ach so. Ja, okay. Gut, klar. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das nicht so funktioniert. Aber wie sonst? Ich würde ja irgendwie abschalten oder sowas, aber keine Ahnung, ob das geht. Ich meine, das sind doch die Server. Ach, kaputt treten kann ich sie. Ach, nicht wahr, oder? Oder muss ich einen von ihnen immer zerstören? Das wäre wesentlich netter. Ansonsten kann das echt eine Ewigkeit dauern. Na, das gibt's doch nicht. Ich kann doch nicht... Okay, ich verstehe diese Aufgabe nicht. Ich gehe mal zu denen hier. Okay, doch einen immer von den ganzen Servern. Setzt wahrscheinlich auch die anderen außer Gefecht. Jetzt habe ich irgendwo noch irgendwelche Wachen gehört. Warten doch bestimmt auf mich irgendwo. Ich hoffe nicht hier. Ein weiter offener Gang.
Okay, da müssen wir lang. Ich dachte erst, wir gehen nach rechts, weil hier links vielleicht irgendwelche Leute rauskommen, aber nee. Wir scheinen sicher zu sein. Und ich schätze, wir sind auch bald da. Da geht's zum Dach. Oh, nicht schon wieder. Okay, ich war vorbereitet. Kein Mensch da und die warten da oben geduldig. Schau an. Ach, schau an. Wen haben wir denn da? Hallo, Faith. Jackknife, aber wie konnte es... Genau diese Einstellung. Genau deshalb konnte ich es. Wessen Handlanger bist du? Sagen wir einfach, ich weiß, wer die großen Fische sind. Callahan. Warum wir? Klassische Kriegsführung. Die Kommunikation unterbrechen, die Boten ausschalten. Ohne Pope und ohne die Runner werden eure Kunden, diejenigen, die die alte Stadt einfach nicht aufgeben wollen, abgeschnitten. Verwundbar. Dann kann sich diese Stadt befreien vom übrigen Dreck. Also ist das nur der Anfang. Ich betrachte es lieber als ein Ende. Doch, du hast wirklich gute Arbeit geleistet, hast all die offenen Fragen beantwortet über Popes Ableben. Deshalb bist du noch am Leben. Du kannst nicht dein ganzes Leben am Rand verbringen. Früher oder später musst du springen, Faith. Ja klar, auf geht's. Ich bin bereit zu springen. Ihr seht da schon was. Ja, siehst du mal. Siehst du mal, wie ich springen kann. Oha. Oh, verdammt. Spring! Und jetzt. Schnell, 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 schnell. Puh. Ach schön. Und über diese Stelle muss ich jetzt doch nochmal im Nachhinein drüber quatschen, einfach damit es nicht bei YouTube erkannt wird mit übereinstimmenden Inhalte von Drittanbietern. Das will ich eigentlich vermeiden, das hatte ich schon bei Assassin's Creed mittlerweile, da lasse ich es aber einfach mal online. Es passiert ja nicht so wirklich was, aber bei Mirror's Edge wollte ich es eigentlich vermeiden und deswegen spreche ich jetzt einfach mal drüber in der Hoffnung, dass es da nicht so gut erkannt wird. Wenn ihr den Song hören wollt, dann sucht doch einfach mal bei YouTube nach Still Alive, Mirror's Edge. Da werdet ihr es wahrscheinlich finden. Und dann geht's jetzt ganz normal weiter. Und das war Mirror's Edge. Scheinbar. Ja. Das sieht mir doch nach einem Ende aus. Sehen wir jetzt die Credits durchlaufen. Ja, was lässt sich sagen? Sehr originelles Spiel, immer noch. Auch wenn es jetzt schon mittlerweile sehr alt ist. Immer noch ein sehr schönes Spiel. Ja, von Gameplay her auf jeden Fall sehr lustig. Wegen den Parkour-Elementen und so weiter. Ich hatte manchmal das Gefühl, dass wir oft dasselbe machen leider, also irgendwie irgendwo rumhüpfen, dann kommen wieder Polizisten, die man entweder umgehen muss oder irgendwie bekämpfen muss, entweder frontal oder schleichend. Das hat sich irgendwie ganz komisch abgewechselt, fand ich persönlich. Aber ansonsten fand ich das echt schön. Das ist ein recht offenes Ende, muss ich sagen. Ja, wir haben zwar unsere Schwester gerettet, ja, alle unsere Freunde, Bekannte haben uns quasi verraten, außer natürlich der Merk heißt er. Er ist leider gestorben. Arcel hat uns verraten. Jackknife hat uns verraten. Tja, jetzt bleiben wir nur noch und unsere Schwester. Oh Mann. Ja, man wird wohl nie erfahren, was noch aus der Stadt werden wird. Der Widerstand wird weiter bestehen, schätze ich. Es gibt immer noch ein paar Runner. Es gibt keinen Sündenbock. Nicht so wirklich zumindest. Kate ist ja befreit von uns. Naja, ist ein recht offenes Ende, aber hat schon viel Spaß gemacht.
Wie fandet ihr es? Fandet ihr es gut? Fandet ihr das Spiel gut? Fandet ihr das Let's Play gut? War das schön gemacht von mir, könnte ich hier mal fragen. Habe ich das Let's Play gut gemacht? Hat es euch gefallen? Ich hoffe doch sehr. Mir hat es auf jeden Fall sehr gefallen, sonst hätte ich es nicht nochmal angefasst. Still Alive sehe ich da gerade. Mhm. Aber nicht der Song von Portal. Composed by Rami Jacou, vielleicht. Vielleicht wird es auch anders ausgesprochen. Keine Ahnung. Ja, ein schönes Spiel von DICE, muss man auf jeden Fall sagen. Haben sie mal was gewagt? Ich würde mich definitiv über einen zweiten Teil freuen. Vielleicht gibt es da ja irgendwann mal was. Ich bin mir da nicht sicher. Also wenn, dann wahrscheinlich nur Gerüchte. Also ich kann mich jetzt... Ein terroristischer Anschlag auf die Scherbe hat 9 Opfer und viele Verletzte gefordert. Ein Mitglied von Callahans Team sagte, dass ein Sicherheitsverstoß zu Stromausfällen in mehreren Systemen geführt hat, die dem Schutz der Öffentlichkeit dienen. Dies führte zu Chaos in der Scherbe und der ganzen übrigen Stadt. Die Verdächtigen sind dieses Mordes angeklagte ehemalige CPS-Beamtin Kate Connors und ihre Schwester Faith Connors. Obwohl das ganze Ausmaß und der Grund für die Stromausfälle noch unklar sind, hat dieser Vorfall viele beunruhigende Fragen aufgeworfen. Welche Rolle spielen beispielsweise die sogenannten Runner bei der Destabilisierung des städtischen Betriebs? Als Reaktion auf den Vorfall wird das Sicherheitsunternehmen Pirandello Kruger die CPS bei der Bewachung der Stadt unterstützen. PK und das Büro des Bürgermeisters empfehlen den Bürgern außerdem, die Kommunikation über Handy und E-Mail aufgrund von Sicherheitslücken so lange einzuschränken, bis zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen greifen. Der Aufenthaltsort der beiden Verdächtigen ist derzeit unbekannt. Na, das sind doch schöne Nachrichten. Die Stadt versinkt im Chaos, natürlich werden die Runner dafür verantwortlich gemacht, aber wenigstens sind Faith und ihre Schwester in Sicherheit, das ist doch was. Haben wir wenigstens etwas geschafft. In irgendwas wollte ich doch noch beenden, mein Satz. Okay, jetzt stimmt wieder eine neue Musik an. Na gut, was wollte ich denn sagen? Jetzt weiß ich es nicht mehr, jetzt wurde ich unterbrochen von diesem Nachrichtensprecher. Ja, ich glaube, ich war irgendwas mit Spielen, weil es mir damals auch schon sehr gut gefallen hat. Ja, und deswegen habe ich das dann natürlich auch Let's Play, damit ihr auch was davon habt. Ich finde es, wie gesagt, gut. Ah ja, der zweite Teil, genau, da war ich. Ja, ein zweiter Teil würde ich mir wahrscheinlich sogar kaufen. Aber ich denke, da gibt es wahrscheinlich höchstens nur Gerüchte davon. Ich kann mich jetzt an nichts erinnern, was irgendwie im zweiten Teil anginge. DICE macht ja wahrscheinlich erstmal hier Battlefield 4 und so weiter. Also, na. Ich schätze mal nicht, dass da noch was kommt. Aber man darf ja gespannt sein. Vielleicht ja irgendwann. Und vielleicht wird es das dann auch auf meinem Kanal geben. Wir werden sehen. Bis dann dauert es aber noch ein bisschen. Ein neues Projekt muss auch wieder her. Habe ich noch gar nichts, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt erstmal mir das Edge fertig gemacht. Ich dachte, es geht noch ein ganz kleines bisschen. Aber nee, habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Da wird aber sicherlich noch was kommen. Ein neues Projekt, was Mirror's Edge dann ablösen wird, quasi. Ja. Gibt's sonst noch was zu sagen? Musik. Die Musik. Eigentlich recht schön, muss ich sagen. Habe ich zwar erst zum Schluss ein bisschen erwähnt, aber gefällt mir doch echt gut. Hat so was Treibendes, was Modernes, was einen sofort irgendwie an so eine Zukunftsstadt erinnert. Irgendwie irgendwas Futuristisches eben. Finde ich, gefällt mir ganz gut. Zum Beispiel das hier jetzt. Es hat schon seinen Reiz, würde ich sagen. Ja, ansonsten... Ja, manche Passagen waren da doch noch ganz schwer. Vielleicht bin ich auch einfach nur zu schlecht, aber ich glaube schon, dass sie noch ziemlich schwer waren. Habe ich auf normal gespielt? Ich glaube, ich habe sogar auf normal gespielt. Ich bin mir gar nicht sicher. Vielleicht wäre es ein bisschen einfacher gewesen, hätte ich auf leicht gespielt. Vielleicht aber auch zu einfach. Aber manchmal war es schon echt schwer, muss ich sagen. Manche Stellen mit Polizisten und so. Oder wenn Faith dann mal nicht so gesprungen ist, wie man wollte. Na, sowas passiert eben, aber kann man nichts machen. Jetzt wird hier noch ein paar Leuten gedankt. Okay. Und keine Musik mehr. Schade. Naja, gut. Ich schätze, das ist das Ende der Credits. Und da würde ich sagen,
sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Projekt wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat das Spiel mal wieder sehr gefallen. Ich fand das wieder sehr gut. Und wenn ihr das Spiel euch selbst kauft, dann könnt ihr vielleicht auch noch ein paar Zeitrennen machen, als ihr das wollt. Ich wollte es nochmal erwähnen, aber das wird es bei mir nicht geben. Ich wollte nur die Singleplayer-Kampagne machen und das habe ich ja jetzt hiermit auch getan. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe sehr, dass ich euch mit diesem LP unterhalten konnte. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Projekt wieder. Was es sein wird, keine Ahnung. Lasst euch überraschen. Ich lasse mich auch mal überraschen und überlegt mir was. Bis dann wünsche ich euch auf jeden Fall alles Gute. Bis dann. Ciao.